Jetzt hat mich der noch gekriegt, Alter. Wie kann denn das sein? Ich war darauf vorbereitet und dennoch. Ja, ich hab Schiss. Na los, was ist denn für eine Frage, Blackwall? Klar, ich Schiss. Ruinen. Oh. Oh, Gänsehaut. Oh. Ich wünsch mir meinen Dredge zurück. Entspannt und angeln. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Hat er nicht. Hat Amnesia the Bunker nicht so geendet? So, wo ist mein Gewehr? Halt mein Gewehr bei. Ich wünsche mein Gewehr. Ich hab kein Gewehr. Aber wir haben unsere Hand noch. Den finde ich sehr schön. So, Tarotkarte Nummer 1. Oder was? Gedrucktes Bild. Die Schmerzensmutter. Konserven, was gibt's hier? Frischkonserve. Ich finde das echt cool, dass wirklich alles in Deutsch ist. Find ich wirklich mal sehr, sehr angenehm. Vorhin den halt auch natürlich in richtig in Deutsch war, weil manchmal hast du halt so in Spielen irgendwas in Deutsch stehen, was halt irgendwie totaler Blödsinn ist. Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Und natürlich muss ich sagen, ist die Synchro sehr, sehr cool gemacht. Das waren keine Soldaten in der Kirche. Ich weiß es. Ich habe Schreie von Frauen gehört, als unsere Gasgranaten eingeschlagen sind. Die anderen behaupten, dass ich mir das eingebildet habe. Aber ich weiß genau, was ich gehört habe. Ich glaube, Rosala weiß es auch. Er hat die Granaten verschossen und war kreidebleich. Heute Nacht werde ich nachsehen. Ich muss Gewissheit haben. Johannes von Schmidt. Oh Mann. Ja, das ist das erste. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, das erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Und das zweite die Unschuld. Oder irgendwie, wie war das? Ich sehe nicht mehr zusammen. Aha. So, ich habe jetzt auch kein Gewehr, das finde ich irgendwie doof. Ich wünsche mir mein Gewehr wieder nicht, dass mir das wahrscheinlich irgendwas gegen diese Schmerzensmutter helfen würde. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich einen Hauch sicherer fühlen. Oder die wenigstens die Illusion von Sicherheit haben. Spitzhacke. Mit der Spitzhacke kannst du morsche Holzbretter und maroden Wänden zur Leibe rücken, die dir im Wege stehen. Cool. Nehmen wir. Wir haben die Spitzhacke. So. Hallo? Wie benutze ich denn die Spitzhacke? Okay, alles klar. Es wird über ein Symbol angezeigt. Ja, Dampf drauf. Und einmal die Wand eingeschlagen. Kann man machen. Entre des Biglis. Nur was bei kann. Kein bisschen Französisch. Ich lasse halt lieber. Auch Französisch. Kommt zur Küche. Wir teilen euch mit, was wir haben. Yeah.
Oh je. Oh je. Okay, kann ich nicht hoch. Such Zuflucht bei der Mutter Gottes, komm zur Küche. Sehr schön. Okay, gehen wir hier mal durch. Ja, siehst du auch richtig an der Hand, wie abgemagert er ist. Oh Gott. Ja, das ist halt so dieses Überbleibsel eines kleinen, schönen französischen Straßencafés. So, wir werden definitiv zur Kirche müssen, aber ich würde vorher gerne hier reinschauen. Oh nein, hat er hier diesen komischen Vogel hier? Und was für ein Tanzzivilisten ihre Zeit vertun. Ein Unsinn. Ja, das macht natürlich nicht so viel Spaß wie Menschen töten, ne? Wir haben kaum etwas zu essen. Auch die Adler und die liebe Frau Bräugel mussten wir entlassen. Alles, weil Karl und seine Wahnsinnigen diesen elenden Krieg angezettelt haben. Auch Paul ist nun an der Front, aber er lässt nicht von sich hören. Er kommt nach seinem Vater. Aber mein Johannes schreibt mir, ich zähle die Tage, bis ich ihn zurück habe. Er will nicht zurück zu uns ins Haus, wegen Karl. Vielleicht geht er fort mit mir, vielleicht nach St. Balbin. Also ein Bums hat er ordentlich drauf. Kann man nicht meckern. Notiz des Pfarrers. Es liegt in Trümmern. Fast scheint es, als hätte sich eine schreckliche, unaufhaltsame Kreatur den Weg durch unser Dorf gebahnt. Die Überlebenden werden in unserer Kirche Zuflucht suchen. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Gott steht uns bei. So, dann gehen wir noch mal kurz in die Kirche. Ach du Scheiße. Gottes Willen. Der Feind hat sich in der Kirche verschanzt. Okay, wir kommen jetzt in die Kirche. Kommen wir überhaupt in die Kirche? Sollen wir überhaupt in die Kirche kommen? Oh, wir sind da oben im Fenster. Scheiße, ist irgendwas mit Paul passiert. Paul hat sich verwandelt. Okay. Können wir jetzt ran? Nein.
Fass aus. So, ja. Gehen wir nochmal hier lang. Boah, ich will ja nicht. Ich frage ja nicht erst, was das ist. Sind das Dosen? Konservendosen? Was ist das für ein Geräusch? Oh nee, Alter. Irgendjemand frisst irgendetwas. Glaube ich. Es hört sich richtig mies an. Was ist denn das? So, ja, wenn ich jetzt hier durchgehe, klappert es gleich. Noch irgendwie eine andere Möglichkeit? Nee. Kann ich hier an der Mauer hochspringen? Nee. So, versuch mal durchzuschnieken. Sag mal, ich muss durch, Junge. Ich muss ja durch. Alles liegt in Trümmern. Fast scheint es, als hätte sich eine schrecklich unaufhaltsame Kriminalität. So hoffen wir schon. So kann ich nicht mit der Spitzhacke auch irgendwie diese Viecher töten? Oder bin ich einfach komplett hilflos denen gegenüber? Nein, ach Gott. So, schön mal mit meinem dicken Schädel durchgekommen, wunderbar. Also gewiss, wir könnten hier durch die Mauer. Aber ich bin ein bisschen neugierig. Oh. Hm? Ja. Weg. Ich geh einfach weg. So, durchflacken einmal. Danke. Breach and clear. Nimm doch, warum hat er das denn nicht genommen? Scheibenkleister. Kommt da jetzt nicht mehr ran? Was war denn das? Das sah wie ein Spaten aus oder irgendwas. Boah, da oben ist er. Ist das ein Ghoul oder irgendwas? Chat, habt ihr erkannt, was das war? Das
bestimmt irgendein so überwichtiges Collectible irgendwie. Was das Spiel für mich wesentlich einfacher gemacht hätte. Aber nein. Bleib ruhig, die Kreatur Hunger ist sehr geräuschempfindlich. In manchen Situationen... Kann ich das noch irgendwo nachlesen, bitte? Dokumente? Schleiche den Elefanten vorbei, okay. Okay, also wir müssen jetzt sneaky-mäßig vorgehen. So, wir haben zwei Wege. Okay, hier können wir wahrscheinlich nicht vorbeikommen, wenn wir hier lang gehen. Durchkloppen. Aber hören die das nicht, wenn wir uns irgendwo durchschlagen? Oh, was fressen die da, ein Pferd oder was? Ah. Das hören die doch. Ja, hören sie. Ich muss weg. Was ist das? Du willst nicht wissen, was da runter ist. Warum? Oh, sie ist so klickermäßig unterwegs. Ah. Oh, spinnt. Komm. Ich muss mich verstecken. Okay, also sie hören natürlich alles, was Geräusch angeht, irgendwie. Ne? Selbst wenn wir uns halt irgendwie storybasiert durch irgendeine Wand arbeiten. So, ich schau mal hier vorne, ob ich hier noch irgendwas finde. Kurz, aber ich glaube, hier wird nichts mehr sein, ne? Nee. In die Kesse. Mein Gewehr. Mein treues Gewehr. Das ist mein Gewehr. Ich sag mal, wie das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Visage hat sowas auch schon mal mit mir abgezogen. Plop. Also, sowas ist fies. So, Sirene, halte gedrückt, um Sirene anzukurbeln. Lasse los, um Sirene zu starten. Das ist ja ruhig kein Feind andocken. Ich hatte recht. Oh Gott. Es waren Zivilisten in der Kirche. Ach, scheiße. Ich habe unserem frisch gebackenen Leutnant melden wollen, was ich gesehen habe. Aber er wollte es nicht hören. Hat gelacht. Sagte, ich soll nicht heulen vor versammelter Mannschaft und dass die Heeresleitung weiß, was sie tut. Dabei habe ich ihn gewarnt. Ich erkenne ihn nicht wieder. Was haben Sie aus ihm gemacht? Ich werde versuchen, mit dem Kompaniearzt zu reden. Vielleicht gibt es Überlebende. Ne, bei Gasgranaten? Eher nicht, glaube ich. So, könnte die jetzt... Die Sirene läuft ja wahrscheinlich ein bisschen nach irgendwie. Könnte mich da vorne durchkloppen? Kloppe ich mich erst durch und benutze dann die Sirene? Sollte ich die Sirene überhaupt jetzt benutzen? Oder ist das einfach nur... Zwei Wege. Okay, wir sind auf dem Friedhof.
Oh, sehen die aus, ey. Wollen wir uns mal an den Rand schleichen? Hoffentlich, weil schauen wir mal, ob das Spiel faire Checkpoints hat. Ne? Danke, Bianca. Super. Wo sind wir jetzt hier? Ist das das Ding? Ja, ist es. Interessant. Interessant. Ich hab's hier noch was zu lesen? Nee, ne? Okay, haben wir die Möglichkeit, irgendwie Steine oder irgendwas zu werfen, um den abzulenken? Düpp, 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 düpp. Okay. Gut, also wir können nicht zu nah an diese Viecher ran. Wir müssen ein wenig Abstand halten. Warum sitzt er denn jetzt nicht mehr, der Kleine? Nur wegen meinem großen Weg. Ja, wenn ich hier durch hier komme, ich auf jeden Fall mit der Birne an die Glocken. Ist mir egal! Da kann mich nicht umdrehen. Ich will mich auch nicht umdrehen. Na? Folgen die mir? Folgen die mir? Folgen die mir? Meine kleine Marienschrein, du hältst all das für unsinnige Aberglauben, ja. Okay, sie folgen uns nicht durch diese Reine, weil sie müssen auch nicht durch, weil es eine Sackgasse ist. Wie schön. Das ist aber toll. Das ist aber. Ach nee, doch nicht hier. Schwein gehabt. Okay, hier haben wir. Ach du meine Fresse, Alter. Können wir oben lang? Und dann rüber? Ja. Kachai. Zwei Stück von... Drei! Okay, gut. Also wir müssen auf jeden Fall die Sirene benutzen. Anders geht's nicht. So, dann drückt mal die Daumen, Leute. So, ich hoffe, die sind so geistesgegenwärtig und stürzen sich sofort die Bresche runter und wir bluffen nicht über die Brücke rüber. Und los. Haha! Hindurch! Elendes Geschmeiß! Und Brut der Hölle! So, ist Bett immer Checkpoint? Kann das sein? Hm! Ja, hier tönt die Sirene mehr als am Warntag, genau. Ja! Notre Dame stand an der Kirche.
Die Alten haben sich wohl geweigert, ihr Dorf zu verlassen und bei der Mutter Gottes Schutz gesucht. Wo ist sie gewesen? Was wird sie mit uns machen, wenn sie erfährt, was wir getan haben? Und wir? Die Front frisst sich voran und wir haben die Welt in die Hölle auf Erden verwandelt. Unsere Gebete hört nur der Teufel. Ja. Wow. Okay, die Schmerzensmutter wollte nicht, dass wir vom Hunger getötet werden. Gräben. Was zur Hölle, Alter? Ich raff ja gar nichts hier in dem Spiel. So hört mich an, wenn ich aufstehe. Oh Gott, was ist denn das jetzt bitte? Lang. Sind wir jetzt wirklich in den Katakomben unter Notre Dame oder wahrscheinlich nicht, ne? Das ist, glaube ich, bloß so ein metaphysischer Übergang. Die Musik ist aber wirklich ausnehmend schön. Front. Klingt wirklich sehr unangenehm. Zu den Katakomben. Unterstände. Lauf in Verstecke, um dich vor Feinden zu verstecken. Oh nee. Echt jetzt? Oh nee. Oh nee. Erkennungsmarke. Richard Michalski. Pinsk. 3.11.93. Nehmen. Das sind, glaube ich, Collectibles, ne? Habe ich Mission. Nee, Dokumente. Doch, hier. Wir haben eine deutsche Erkennungsmarke von 28. Und es gibt 28 französische Erkennungsmarken. Yikes. Also, wir versuchen alle zu finden, aber ich kann nicht garantieren, dass wir alle finden. Also, mal sehen. Horchposten. Hat den Franzosen stundenlang rufen hören. Er steckte nach Beschuss im Stacheldraht fest. Sein Kamerad ist raus zu ihm und hat versucht, ihm zu helfen. Der Leutnant war mit Feldstecher bei uns und hat Schießbefehl gegeben. Hat den Kameraden Otto erwischt, wie er absichtlich daneben schoss. Tun doch die meisten von uns. Der Leutnant hat dem Otto gesagt, dass er im nächsten Sturm auf den Feind als Erster raus muss. Der Franzose hat seinen Kameraden nicht aus dem Draht befreit bekommen. Und ist zurück in seinen Graben. Ich habe das arme Schwein im Draht noch 3 Nächte rufen hören. Wenn das Niemandsland einmal hat, dann gibt es nie mehr frei.
Boah, jetzt überleg mal, du sitzt hier, Alter, und hörst 3 Tage lang jemanden schreien. Überleg mal, was das psychologisch mit dir macht. Also,